Mein Name ist Josef Schneider, bin Geschäftsführer der Firma HPC Duale Zustellsysteme GmbH. Und ich freue mich, dass Sie da noch so zahlreich zu dem Vortrag gekommen sind, nach der sehr spannenden und kontroversiellen Podiumsdiskussion vor der Pause. So viel Action kann ich Ihnen leider nicht bieten, ich versuche aber dennoch mein Bestes zu geben. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld vor dem heutigen Tag Gedanken gemacht, welche Folien ich Ihnen präsentieren könnte und über welches Thema ich reden könnte. Ich habe mir jetzt während des Laufes des Tages nochmal Gedanken gemacht, was ich Ihnen erzählen könnte. Es ist leider Gottes zu spät, meine Folien zu ändern. Ich werde aber trotzdem versuchen, das Thema so interessant wie möglich für Sie zu gestalten. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen über Services zur effizienten Kommunikation und einfache und sichere und auch kostengünstige Prozesse zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Wir haben heute schon einiges gehört darüber. Ich möchte dann vielleicht zu den einzelnen Komponenten ein paar Geschichten dazu erzählen. Ganz kurz zu unserem Unternehmen, die HPC Dual. Uns gibt es seit 2006. Wir haben 2006 begonnen mit dem Ansatz, dass wir uns kümmern um das Thema der elektronischen Zustellung. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass diese Basisdienste, von denen der Ingenieur Ledinger heute Vormittag gesprochen hat, zwar rudimentär zur Verfügung stehen, aber mit diesen Basisdiensten selber in Wahrheit niemand wirklich was damit anfangen kann. Wir hatten zu kämpfen auch natürlich mit dem Thema Henne-Ei-Problem. Es gab, wenn wir jetzt den Bereich der Zustellung hernehmen, es gab auf der anderen Seite keine Versender, es gibt auf der anderen Seite oder gab es auf der anderen Seite keine Empfänger. Das Thema Bürgerkarte, Handysignatur gab es damals noch nicht. Rechtliche Rahmenbedingungen haben gefehlt. Das hat alles dazu geführt, dass diese Basisdienste oder Basisapplikationen natürlich schon seit Jahren vorhanden sind, aber in Wahrheit niemand was damit anfangen kann. Wir haben 2007 unseren ersten Versender gehabt. 2007, das war damals die Stadtgemeinde Klosterneuburg. Die haben gesagt, das ist eh super, was ihr habt. Elektronische Zustellung ist toll, aber wir haben keinen einzigen elektronischen Empfänger. Das hat uns dazu veranlasst. Und das ist was uns heute zugute kommt. Wir sehen uns nicht nur als Technologieserviceunternehmen, als Technologieanbieter, der sagt, du hast Software, setze ein und alles wird gut, sondern wir haben das verstanden damals und wir haben verstanden, dass wir neben der Technologie und neben der Software auch Konzepte liefern müssen, nämlich Konzepte gemeinsam mit unseren Kunden. Wie komme ich denn zu elektronischen Empfängern? Wie setze ich denn die Software richtig ein? Was muss ich tun dazu, dass dieser Prozess wirklich ein durchgängiger wird? Wir haben 2008 die Zulassung, die erste Zulassung oder zum ersten elektronischen Zustelldienst bekommen, damals noch mit der Raiffeisen-Informatik für mein Brief.at. Es gibt beides noch, sowohl die Raiffeisen-Informatik als auch meinbrief.at. Meinbrief.at ist mittlerweile zur Post gewechselt. Wir haben jetzt die Kooperation mit der Österreichischen Post AG und betreiben diesen elektronischen Zustelldienst, der für Sendungen für Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen Gültigkeit hat. Ähnlich wie es der Kollege gesagt hat vom Postserver, ist es auch ein elektronischer Zustelldienst, bei dem ich mich elektronisch registrieren kann, mein elektronisches Postfach lösen kann. Wir haben im Jahr 2012 rund 5 Millionen Sendungen verschickt auf dualem Wege. Dual heißt entweder elektronisch oder in Papier. Wir sagen Spaß über die Sendung mit der Maus dazu. Dem Sachbearbeiter ist es wurscht, der klickt auf die Maus und sagt versenden. Und im Hintergrund ist die Sendung weg, egal ob physisch oder elektronisch. Ich habe schon angesprochen, wir liefern Konzepte dazu. Wir versuchen für unsere Versandkunden eines zu erreichen, nämlich jeden einzelnen Empfänger abzuholen und einzuladen von der physischen Welt in die elektronische, weil jede einzelne elektronische Zustellung dem Versender einfach 85% oder bis zu 92% bei eingeschriebenen Sendungen an Kosten erspart. Wir haben ein Potenzial bei unseren Versendern, beziehungsweise das sind die Planzahlen für heuer von 10 Millionen Sendungen, ausgehend von einem Potenzial von 55 Millionen Sendungen, die wir derzeit haben bei unseren Versandkunden. Die Divergenz zwischen 5,2 und 55 Millionen Sendungen entsteht daraus, dass wir Schritt für Schritt Applikationen an unser System anbinden. Sie dürfen nicht vergessen, das, was da passiert, ist ein Kulturwandel.
Es ist nie ein technisches Thema, es ist immer ein organisatorisches Thema. Es ist heute auch schon gefallen, wir haben das immer schon so gemacht. Ja, das heißt, es wurden immer die Sendungen gedruckt, kuvertiert und zur Post gebracht. Wenn man das jetzt anders machen will, dann sind das natürlich auch Änderungen, massive Änderungen in der Organisation, die man auch bewerkstelligen muss und für die man Lösungen finden muss. Wir haben allerdings sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, dass wir auch das ganze Thema Bürgerkarte, elektronische Signatur, vereinfachen müssen. Es gibt 99% der Leute haben Mobiltelefone. Das leidige Thema Kartenlesegerät, Bürgerkartenumgebung, Software installieren etc., das war im Prinzip ein Hemmschuh, das hat niemand gemacht und wollte auch niemand. Das war viel zu schwierig auch zu transportieren, dieses ganze Thema. Das heißt, es gab da die Initiative und schon 2010, wo wir auch mit dazu beitragen konnten, dass es letztendlich die Handysignatur gibt, die im Prinzip das elektronische Unterschreiben so einfach wie SMS macht. Mobilität, es muss Anwendungen geben, die mobil sind. Kein Mensch sitzt mehr den ganzen Tag zu Hause vor seinem PC oder vor seinem Laptop, sondern macht einfach diese Dinge, diese Apps, von denen Sie heute schon mehrmals gehört haben, natürlich von mobilen Devices. Das heißt, das Ganze muss auch mobil funktionieren, von überall auf der ganzen Welt. Technologie und Konzepte, habe ich schon gesagt, es reicht nicht aus zu sagen, ich habe eine super Software, ich habe eine super Technologie, mach das und dann wird das schon, sondern wie gesagt, man muss auch Konzepte dazu liefern. Wir haben unser System, das wir haben, unsere Anwendungen, die wir anbieten, unsere Software, die wir anbieten, gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt und zwar immer wieder weiterentwickelt, speziell auf die Bedürfnisse unserer Versender. Das ist die einzige Möglichkeit und der einzige Weg, wirklich hier am Markt erfolgreich zu sein. Noch dazu in einem Thema, das gerade in der Wirtschaft leider Gottes noch sehr, sehr unbekannt ist. Wir haben versucht, Mehrwert für den Empfänger zu schaffen. Beispiel wieder elektronische Zustellung. Ich glaube, dass es vielen von Ihnen vollkommen egal ist, wie Sie Ihre Kindergartenvorschreibung kriegen, weil zahlen müssen Sie es ja sowieso. Ja? Das heißt, unabhängig davon, ob Sie es elektronisch oder im Papier bekommen, es gibt eine gesetzliche Regelung. Das heißt, ich kann nicht sagen, weil ich es jetzt elektronisch in Empfang nehme, muss ich 20% weniger bezahlen, sondern Ihnen als Empfänger geht es darum, dass Ihnen das so einfach wie möglich gemacht wird. Sowohl der Zugang zu elektronischen Dokumenten als auch das Bezahlen von elektronischen Dokumenten. Wir haben es auch gehört von den Kollegen vom Postserver. Ich komme dann später noch darauf zu sprechen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist eindeutig, einfachere, sichere und kostengünstigere Prozesse zwischen Wirtschaft, Verwaltung und deren Kunden. Kunden habe ich deshalb geschrieben, weil ja angeblich auch die Kunden der Verwaltung Kunden sind und nicht mehr nur Bürgerinnen und Bürger. Und ich möchte mit Ihnen jetzt die Punkte durchgehen, die für uns einen optimalen Prozess ausmachen. Da gehört das Thema Identifikation dazu. Wir haben es bei den Vorrednern auch schon mehrmals gehört. Identifikation heißt, ich brauche elektronische Identität. Ich muss wissen, mit wem habe ich es zu tun und ich muss auch sicher sein, dass derjenige, der vorgibt zu sein, auch das tatsächlich ist. Damit habe ich auch die Möglichkeit der elektronischen Antragstellung, der Beantragung eines Prozesses oder des Anstoßen eines Prozesses in der Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft. Und dass das geht und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen auch. Das Thema Signieren, klarerweise elektronische Signatur. Genehmigung, Verarbeitung, das heißt Genehmigung von einem so einen elektronisch unterschriebenen, eingebrachten Antrag. Die Weiterverarbeitung in diversen ELAG-Systemen und das Thema Abfertigung, Versand. Ich habe das Ganze schon elektronisch, 99% aller Dokumente haben elektronischen Ursprung. Warum soll ich es dann noch zu Papier bringen, ausdrucken, kuvertieren und der Post um viel Porto geben? Das führt mich zum nächsten Thema, nämlich die Zustellung, aber auch das Thema Abholung, Bezahlung. Das Thema Abholung ist auch wesentliches, denn ich will, wenn ich jetzt gerade von Anwendungen in der Wirtschaft rede, wenn ich 100 Dokumente pro Tag kriege,
Ich werde Ihnen dann ein plakatives Beispiel dazu bringen. Dann möchte ich nicht 100 Mal am Tag mit meiner Bürgerkarte oder mit meiner elektronischen Signaturkarte 100 Mal in den Zustelldienst reingehen müssen und mir das Dokument abholen. Und das Thema last but not least Notifications, das heißt Statusmeldungen. Ich will, wenn ich schon einen durchgängigen elektronischen Prozess anstrebe und anstoße, dann will ich zu jeder Zeit wissen, was ist mit meinem Dokument passiert, wo ist es gerade, wo befindet sich das, hat es mein Empfänger oder mein Dienstleister bekommen zur Verarbeitung, hat es der Empfänger abgeholt, hat das gelesen, und diese Informationen möchte ich alle haben, um eben einen durchgängigen und lückenlosen elektronischen Prozess zu haben. Das ist das Thema Identifikation. Ich glaube, jeder kennt die österreichische Sozialversicherung. Wenn ich bei der österreichischen Sozialversicherung mein Pensionskonto einsehen möchte, dann muss ich mich identifizieren. Das kann ich machen, natürlich mit dem 97. Benutzernamen, mit dem 105. Passwort, oder ich mache das mit meiner elektronischen Signatur, mit meiner elektronischen Identität, unabhängig ob Karte oder Mobiltelefon, und habe im Wesentlichen nur ein einziges Signaturpasswort, das man merken muss. Manche wissen die Handynummer, die eigene auch nicht, aber das kann man auch schauen. Und dazu ist nicht mehr notwendig. Der Rest, die Unterschrift, das Auslesen der Unterschrift, erfolgt über die mobile TAN, die 5 Minuten gültig ist und die man als SMS aufs Handy bekommt, genauso wie beim mobilen Banking. Der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich mich elektronisch identifiziere bei einem Portal, bei einem Dienstleister, beim Betreiber, dann weiß der natürlich auch sofort, dass ich das wirklich bin und kann mir auf meine Person maßgeschneidert natürlich auch Lösungen anbieten. Wie so ein elektronischer Antrag ausschaut, und da mache ich den Bogen jetzt von der Verwaltung in die Wirtschaft, weg von der Sozialversicherung, die ja auch behördlich ist, hin zum Unternehmen, das sind die Vorarlberger Energienetze GmbH, für die wir so einen elektronischen Antrag gemacht haben, wo wir einen Workshop mit beteiligten Unternehmen gemacht haben. Wir haben in Vorarlberg uns zusammengesetzt mit den Illwerken VKW, mit Elektroinstallateuren. Die haben von uns eine Signatur bekommen und die haben die Möglichkeit, eben eine Beantragung für Baustrommeldung elektronisch mit ihrer Signatur, sei es jetzt Karte oder sei es jetzt Mobiltelefon, zu beantragen. Dieser Antrag wird elektronisch signiert, das heißt, die Illwerke wissen ganz genau, das ist tatsächlich das Unternehmen, das es vorgibt zu sein. Dieser Antrag wird bearbeitet und innerhalb von 24 Stunden hat er seine Baustromgenehmigung. Das heißt, er kann innerhalb von 24 Stunden anfangen, Geld zu verdienen, wo er früher eine Woche oder 2 Wochen warten hat müssen, dass der Antrag genehmigt wird. Das heißt, es ist hier sehr wohl ein massiver Nutzen für die Wirtschaft da. Das Problem ist leider das, dass es die wenigsten wissen. Wofür kann ich das noch nutzen? Wir haben die ÖBB als Kunden, für die wir hier einen Genehmigungsprozess umgesetzt haben mit der elektronischen Signatur. Sie dürfen nicht vergessen, dass die ÖBB viele, viele Hierarchien hat und eine Genehmigung eines Antrags oft sehr, sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat, wenn das 10 Leute unterschreiben haben müssen, in Anbetracht oder in Abhängigkeit der Höhe der Anforderung. Egal, ob es hier um eine Bedarfsmeldung geht, ob es um eine Anforderung geht, ob es um die Genehmigung geht, gegebenenfalls eine Ausschreibungsunterlage oder Bestellung. Hier haben wir einen durchgängigen elektronischen Prozess von der Beantragung bis hin zur Abfertigung. Thema Abfertigung, Versand, um Ihnen hier ein Beispiel zu bringen. Wir machen das Ganze mit unserer Zenstation-Software. Diese Zenstation-Software ist im Prinzip nichts anderes als die Kommunikationsdrehscheibe. Die Zenstation schaut nach, ist dieser Empfänger elektronisch oder physisch erreichbar? Und ganz egal, wo Ihr Empfänger elektronisch erreichbar ist, wir finden ihn. Egal, ob das bei den Kollegen vom Postserver.at ist, egal, ob das auf meinem Brief.at ist, egal, ob das der Bundesrechenzentrumszustelldienst ist, ob das ein Rechtsanwalt oder ein Notar ist, oder ob der eben in keiner Art und Weise elektronisch erreichbar ist, sondern nur physisch und wo eben das Papier in Form eines Briefes zustellen muss. Zustellung, Abholung dieser Dokumente. Wir
wir haben dazu einen Brand geschaffen, der sich Brief-Butler nennt. Dieser Brief-Butler holt automatisiert die Zustellstücke ab. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, um Ihnen wieder ein Beispiel zu bringen. Die AGES ist einer unserer Versender, die machen nichts anderes, als die verschicken Bescheide, und zwar zu Hunderten an Unternehmen. Beispiel dafür ist die Raiffeisen Ware, die jeder kennt. Die kriegen halt 100 Bescheide pro Tag, ja, 100 RSB, wo aber keiner sitzt, 100 Mal mit der Bürgerkarte sie das abholt, sondern wo das automatisiert abgeholt wird, zertifikatsbasierend. Da gibt es auch einen, das ist auch gesetzlich geregelt mit dem § 35 im Zustellgesetz, für diese automatisierte elektronische Abholung. Dieser Briefbutler macht auch Folgendes, er leitet sie weiter in ein elektronisches Postfach, in das Mail-System, egal ob das Outlook ist, was auch immer, ob das ein ELAC-System ist, dieser empfangenen Person. Das heißt, Sie haben hier ein Beispiel von der RTR, die auch mit uns Rückscheine verschickt oder behördliche Dokumente verschickt. In dem Moment, wo der das da reinkriegt in sein Outlook, geht auch schon wieder die Bestätigung zurück an den Versender, dass der das jetzt am UM tatsächlich auch rechtsgültig elektronisch übernommen hat. Ein Punkt zum Thema elektronische Zustellung, auf den ich ein bisschen näher eingehen möchte, ist unser Registered Mail. Das ist ein Zustellkanal, den wir entwickelt haben, aus dem einfachen Grund, weil 95% oder mit 95% untertreibe ich wahrscheinlich, 97% aller Sendungen nicht nachweislich verschickt werden. Ja. Wir haben immer Lösungen gebaut für die 3% nachweisliche Zustellungen, das heißt, wo ich ganz genau wissen muss, wer ist denn mein Empfänger, wo ich eine Bürgerkarte brauche für die Abholung. Dabei reicht es eigentlich, wenn ich eine elektronische Adresse habe von meinem Empfänger, wenn der sagt, ja, ist okay, du kannst mir was schicken elektronisch, das ist meine E-Mail-Adresse und da kannst du mich adressieren und unter der Adresse kannst du mich finden. Ein Beispiel ist die Wirtschaftskammer Oberösterreich oder die WiFi Oberösterreich, für die wir verschicken. Im Prinzip ist nichts anderes als eine eingeschriebene elektronische Sendung, die wir mit dem Registered Mail verschicken. Der Empfänger bekommt auf die von ihm angegebene Mailadresse einen Link mit dem Verweis auf das Dokument. Ja. Sie sehen hier, so wird ihm das präsentiert. Das heißt, der sieht da drin, was ist das für Sendung, von wem kommt die, wie groß ist das Dokument, wann ist die Hinterlegung erfolgt und ich kann es mir dann öffnen und kann es mir runterladen. Es geht aber nicht nur darum, dass ich diese elektronische Sendung auch empfange, sondern, Kollegin Huemer hat schon gesagt vorher, es geht auch darum, hier Mehrwert zu bieten. Und dieser Mehrwert bedeutet auch, dass ich, wenn ich schon elektronisch was kriege und wenn ich schon zahlen muss, dass mir das so einfach wie möglich gemacht wird. Und ich habe hier die Möglichkeit, mittels Biuni-Schnittstelle, die wir implementiert haben, hier verschiedene Möglichkeiten der Zahlung, nämlich ob das EPS2 ist, mit der Empfänger oder der Rechnungsempfänger, die seine Rechnung zahlt oder seine Gebühren zahlt, ob das Kreditkarte ist, ob das PayPal ist, ob das Paybox ist. Er hat hier die Möglichkeit auszuwählen zwischen all den Bezahlmöglichkeiten, die ihm über diese Schnittstelle angeboten werden. Ein Beispiel ist das Magistrat Salzburg. Die haben beispielsweise viele verschiedene ausländische Kunden, noch aus der Zeit des Krieges, wo einfach Ausländer, Amerikaner Gräber haben in Salzburg und da die Friedhofsverwaltung über die herkömmliche Post, über den Postweg Rechnungen zugestellt hat. Und es fängt niemand, der nicht innerhalb Europas lebt, irgendwas an mit IBAN und BIC. Da tun sich viele Österreicher schon schwer dabei. Und deshalb haben wir diese Bezahlmöglichkeit angeboten. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Hier am Beispiel dieses Registered Mail Versandes auch diese Statusansicht. Das heißt, ich sehe hier über einen Zugang im Kundenportal bei uns oder aber auch über die Möglichkeit, all diese Informationen über Webservice-Schnittstelle an die Applikation zurückzuliefern. Wann habe ich das verschickt? An wen habe ich das geschickt?
wer ist der Empfänger, ist es aufzubewahren. Aufzubewahren heißt, optional ist es auch möglich, dass wenn der das innerhalb einer bestimmten Zeit nicht abholt, dass es trotz allem gedruckt, kuvertiert und mit der Post zugestellt wird. Das kann man optional haben. Beziehungsweise wann hat die Abholung, wann ist die Abholung erfolgt, und ich kann so wirklich lückenlos dokumentieren, wann wer was geschickt bekommen hat und wann wer was auch empfangen hat. Kurzer Auszug hier aus den Referenzen. Wir verschicken für das Bundeskanzleramt, wir verschicken für das Innenministerium und so weiter. Ich möchte Ihnen auch noch ganz kurz einen Hinweis darauf geben, was wir beispielsweise hier für die Ärztekammer Wien oder mit der Ärztebank machen. Es ist so, dass hier es eine Initiative gibt mit der Ärztekammer Wien. Wir wollen, dass so viele Ärzte wie möglich elektronisch auch eine Identität bekommen. Was haben wir gemacht? Wir machen hier Veranstaltungen, wir machen auch Ausbildungen, RO-Ausbildungen, sogenannte Registered Mail-Ausbildungen für unsere Kunden, wo Personal geschult wird, das dann auch wieder die Möglichkeit besitzt oder hat, elektronische Signaturen auszustellen. Ja, das heißt, das, was Sie heute kriegen am Ballhausplatz, mit der Handysignatur oder mit der Bürgerkarte freigeschalten, das kann in der Ärztekammer Wien passieren. Das funktioniert mittlerweile auch in der Stadt Wien sehr gut. Es gibt viele Anlaufstellen in den magistratischen Bezirksämtern der Stadt Wien, wo man diese Handysignatur bekommt. Es funktioniert mittlerweile auch bei allen Finanzämtern, und wir bieten das aber auch an für unsere Kunden, für Kunden mit oder für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, hier die Mitarbeiter mit Handysignatur zu versehen. Wir haben Unternehmen, die umgestellt haben, komplett vom Login weg vom Benutzername Passwort auf Handysignatur-Login oder mit der Karte, weil ich danach natürlich die Berechtigungen, was darf der Mitarbeiter im Workflow tun oder auf welche Applikationen darf der zugreifen, viel, viel einfacher gestalten kann und besser koordinieren kann, wenn ich weiß, das ist tatsächlich der Mitarbeiter, der vorgibt zu sein, und nicht das Passwort irgendwo mit einem Post-it rechts oben am Bildschirm picken hat, damit jeder in seine Applikationen rein kann. Wir haben ab 15. Mai, und das möchte ich noch loswerden, auch alle Anwendungen, die es gibt rund um die Handysignatur oder die elektronische Signatur im Netz für Sie verfügbar unter briefbadler.at. Diese Seite gibt es jetzt schon unter sendstation.at. Es gibt am 15. Mai einen Relaunch dazu. Und da geht es auch darum, dass Sie auch Ihren Kunden anbieten können, dass Sie sich die Handysignatur online aktivieren können. Wir machen das mit einem Ident-Verfahren. Sie können sich das gerne anschauen unter sendstation.at. Sie können dort um 1,96 Euro Ihre Handysignatur online freischalten, ohne dass Sie irgendwo hingehen müssen. Sie können sich registrieren für die einfache oder für die nachweisliche elektronische Zustellung. Sie können Dokumente signieren kostenfrei, das heißt, Sie laden ein PDF hoch, probieren Sie es aus, weil dann sehen Sie mal, wie das ausschaut, nämlich in Wort und Schrift, wie Ihre Wortbildmarke aussieht, wenn Sie Ihr Dokument mit Ihrer persönlichen elektronischen Signatur signieren. Und Sie können natürlich auch PDF oder signierte PDF-Dokumente elektronisch versenden. Wir haben hier bei der Versandapplikation hinterlegt alle Behörden, die bereits elektronisches Postfach haben und damit auch elektronisch erreichbar sind. Damit erspart man sich natürlich auch, und es wird natürlich einige Zeit dauern, aber dieses Kennzentrum, das die Frau Hoemer angesprochen hat, alles, was ich elektronisch bekomme, ja, brauche ich natürlich nicht mehr öffnen und nicht mehr scannen. Keine Frage, und kann das natürlich gleich weiter bearbeiten. Bis es dahin oder bis es soweit ist, vergeht sicherlich noch einige Zeit. Wir haben auf jeden Fall die richtigen Applikationen, die richtigen Möglichkeiten dazu. Und ich lade Sie gerne ein, sich diese Prozesse anzuschauen. Ich lade Sie auch gerne ein auf dualesösterreich.at, wo Sie sehen, welche Unternehmen machen das schon, welche Verwaltungskörper machen das schon. Ist Ihre Gemeinde schon dual? Verschicken die schon elektronisch? Signieren die auch schon? Haben die ein elektronisches Postfach, mit dem sie ihre Gemeinde adressieren können? Diese Punkteln da hier, das ist die Anzahl der Gemeinden, die einer dieser Services oder eine dieser Applikationen nutzt. Das werden täglich mehr. Wir kriegen jede Woche zwischen 5 und 10 Gemeinden dazu.
und tragen so hier mit, dass hier diese Kommunikation nicht nur untereinander in der Verwaltung, sondern auch, dass dieser Bogen gespannt werden kann in die Wirtschaft, damit beide Seiten profitieren. Sie als Wirtschaft, als Versender, als Unternehmen, das auch profitiert davon, dass Ihre Kunden die Möglichkeit haben, sich eindeutig auf Ihren Webseiten oder für Ihre Lösungen elektronisch zu identifizieren, um damit wirklich einen geschlossenen Kreis und eine geschlossene Prozesskette zu schaffen, um effizient und kostengünstig in Zukunft arbeiten zu können. Herzlichen Dank.